Hallo und herzlich willkommen zum 15. Markets Online-Gottesdienst. Und damit ist es auch der letzte, kurz vor Ende der Sommerferien. Lasst uns gemeinsam noch einmal die Markets-Kerze anzünden und wir sprechen dazu im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Gott, ich danke dir für den neuen Morgen. Ich danke dir, dass wir noch einmal Markets Online-Gottesdienst feiern können. Ich danke dir für jeden, der dabei ist. Und ich bitte dich, dass du uns eine gute Zeit schenkst und wir auf dein Wort hören können. Amen. Heute geht es um das Thema Vorfreude. Aber Vorfreude ist ja nicht nur sich auf etwas zu freuen. Vielleicht habt ihr euch auf die Ferien gefreut oder freut euch auf das neue Schuljahr oder ihr habt euch gefreut, jemanden zu treffen, den ihr lange nicht gesehen habt in den Ferien. Vorfreude hat manchmal auch was mit Warten zu tun. Manchmal vielleicht auch mit nicht so genau wissen, was da kommt und wann es endlich kommt. Aber wenn man weiß, dass es kommen wird, dann freut man sich darauf. Und wir Markets-Mitarbeiter freuen uns zum Beispiel schon ganz doll darauf, euch nächste Woche wieder live im Gemeindehaus zu sehen, beim Markets-Gottesdienst im Gemeindehaus in der Marktkirche. Du hast die letzten Wochen Markets online geschaut, aber wohnst gar nicht in Hamburg oder in der Nähe der Marktkirche? Dann wollen wir dir Mut machen, mit deinen Eltern zu schauen, wo in der Nähe es bei euch einen Kindergottesdienst gibt, den ihr vielleicht besuchen könnt. Nun, lasst uns erstmal das erste Lied zusammen singen. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin. Und wer mag, kann gerne aufstehen und die Bewegungen mit David und seinen Kindern mitmachen. Ciao, ciao, guten Tag.
Heute gratulieren wir allen Geburtstagskindern, die in den letzten Wochen Geburtstag hatten oder heute Geburtstag haben, ganz herzlich zum Geburtstag. Wir wünschen dir für dein neues Lebensjahr alles Gute und Gottes Segen. Und für euch möchte ich jetzt noch einmal beten. Vater, hab Dank für unsere Geburtstagskinder. Hab Dank, dass du sie geschaffen hast. Hab Dank, dass sie in ihren Familien leben dürfen. Geh du mit ihnen in ihr neues Lebensjahr und schenk ihnen alles, was sie brauchen. Lass sie spüren, dass du bei ihnen bist. Amen. Nächste Woche, wenn wir uns endlich live wiedersehen, dann dürften alle Geburtstagskinder, die seit den Märzferien Geburtstag hatten, in die Geburtstagskiste greifen und sich nachträglich noch eine Kleinigkeit aussuchen. Ihr habt uns tolle Spots und Bilder aus euren Ferien geschickt. Und auch unser Marktkidsfisch ist noch einmal gereist. Viel Spaß bei der Hallo-Box! Die Hallo-Box! Hallo, hallo liebe Marktkids! Wir sind im Wanderurlaub in Tschechien. Und wir sind gerade auf der Schneekoppe, dem höchsten Berg des Riesengebirges. Und wir gehen gleich runter. Tschüss, Marktkids! Hallo, liebe Marktkids. Jan und ich haben diese Dosen gebastelt. Und wir waren in diesem Urlaub nämlich auf dem Bauernhof. Das Beste war davon, nämlich da gab es Kaninchen. Eine hieß mein Lieblingskaninchen, Schoki. Und da gab es noch Esel. Um 6 Uhr hat ein Esel, der hieß Olaf, schon um 8 Uhr gemacht. Das hat mich schon mal beruhigt, weil dann könnten Mama und Papa endlich aufstehen. Tschüss! Wo wart ihr denn schon am Anfang der Ferien? In Schwerin bei Oma Diana. Im Garten, ne? Und was habt ihr danach gemacht? Mit Oma Anke und Opa Matthias? Südlich von Hannover. Und wo sind wir jetzt? Habt ihr schon gesagt, in Dresden. Bei wem? In Dresden bei Onkel Ben. Genau, und Freunde wollen wir noch besuchen. Und wo geht's nach Dresden hin? Zur Ostsee fahren wir, in der Nähe von Rerik. Und dann fahren wir noch nach NRW zu Tante Johanna. Und jetzt sagen wir Tschüss. Thank you.
ist das Meer. Schön. Hallo liebe Markkids, ich bin Elisabeth und das ist meine Robin Luise. Hallo! Wir wollen euch heute Papas Blumen und meine Kräuter zeigen. Also, Papas Blumen, die gehen hier die ganze Reihe lang. Da haben wir weiße, rote oder auch orangene und die riechen alle sehr gut. Die blühen jetzt bis zum Herbst. So, jetzt zeige ich euch die Kräuter. Also, das ist Salbei. Den kann man nehmen, wenn man Halsschmerzen hat oder auch zum Kochen. Das ist Petersilie. Die kann man gut für Kräuterbutter nehmen. Das hier ist Minze. Die mache ich mir gerne ins Wasser oder auch in Tee. Tschüss! Hallo, wir sind Magdalena und Johanna. Und wir stehen an Hafen auf einer Bank. Und wir fahren heute nach Hamburg in ein paar Monaten. Und wir freuen uns sehr. Und wir sind hier auf einer Düne und das macht uns sehr viel Spaß, weil wir sind richtig weiten Weg hochgeklettert. Das war sehr anstrengend. Wir sind hier am Amrumer Strand und buddeln jeden Tag große Sandburgen und genießen das schöne Wetter. Danke für eure Grüße. Lasst uns nun gemeinsam singen, einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm mir los. Jetzt stampfen wir. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, kommen wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, kommen wir loben Gott den Herrn. Jetzt klatschen wir alle. Einfach spitze, lasst uns. Einfach spitze, lasst uns tanzen, einfach spitze.
unserer Geschichte geht es heute auch um das Thema Warten und Vorfreude. Und dafür schalten wir jetzt ins Wohnzimmer von Marco. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Markets Online. Schön, dass ihr alle da seid. Ach, Mensch, ich habe noch meine Maske auf. Sorry, Corona-Zeiten, da gewöhnt man sich ja richtig an das Ding. Jetzt nochmal richtig, sonst versteht ihr mich ja gar nicht. Herzlich willkommen zu Markets Online, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die vor vielen, vielen Jahren gespielt hat. Nämlich 600 Jahre vor Jesu Geburt. Da passierte nämlich Folgendes. Babylon hatte einen großen König, Nebukadnezar hieß er. Und der eroberte Jerusalem und fiel dort ein und zerstörte den Tempel und nahm die ganzen goldenen Gefäße mit und verschleppte auch ganz viele Israeliten nach Babylon. Und dann mussten die da alle mit. Und es gab damals einen Propheten, der hieß Jeremia, der schickte denen, die dort verschleppt wurden, einen Brief und schrieb denen, dass Gott ihm gesagt hat, dass es ungefähr 70 Jahre dauern wird. Und tatsächlich, so lange hat das gedauert, bis die nachher aus Babylon wieder zurück nach Israel bzw. nach Jerusalem gehen konnten und wieder anfangen konnten, den Tempel aufzubauen. 70 Jahre. Ganz schön lange Zeit. Und in dieser Zeit, da hat sich einiges entwickelt. Also einige haben sich daran gewöhnt, dass sie in Babylon waren. Andere wollten unbedingt nach Hause und fanden das ganz schlimm, so weit von der Heimat zu sein. Und manche erlebten auch große Sachen mit Gott. Zum Beispiel Daniel in der Löwengrube, das ist eine Geschichte, die in Babylon spielt. Oder die von seinen drei Freunden im Feuerofen. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte. Das sind Geschichten, die in der Zeit spielten, als die Israeliten in Babylon gefangen waren. Nach 70 Jahren passierte Folgendes. Es gab einen neuen König von Persien, den Kyros II. Und der war stärker als der König von Babylon. Und der besiegte den und fiel in Babylon ein. Und der erlaubte es den Israeliten, wieder nach Hause zu gehen. Aber 70 Jahre sind eine ganz schön lange Zeit. Und da kann man schon dran verzweifeln. Und da kann man auch daran zweifeln, ob das wirklich wahr ist, ob es jemals wieder nach Hause geht. Und manche sind dann auch gestorben und dann kamen die Kinder und die wussten dann nur von Jerusalem und von Israel vom Hörensagen. Die waren ja noch nicht da, die sind dann in Babylon geboren. Und so haben die immer darauf gehofft, dass es wieder nach Hause geht. Und manchmal konnten sie es glauben, manchmal konnten sie es nicht so recht glauben. Und dann gab es noch einen anderen Propheten, nämlich den Jesaja. Und der sah, wie es den Israeliten ging und wie schlecht es ihnen ging. Und dass sie schon bald fast dabei waren, sämtlichen Mut und jegliche Hoffnung zu verlieren. Und dann sagte er ihnen, was Gott ihm gesagt hatte. Und das waren schöne Worte, die Gott für sie hatte. Nämlich, dass er sein Volk trösten will. Und dass sie allen Grund haben, sich zu freuen, weil es besser werden wird. Und dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Und ein Satz, der ist ganz bekannt geworden und den möchte ich euch heute nochmal vorlesen. Der steht in Jesaja 14, im 40. Kapitel und ist da der Vers 31. Da heißt es, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das hat Gott zu den Israeliten damals gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr auf mich vertraut, dann werde ich euch Kraft geben. Und dann werdet ihr das durchstehen. Und dann dürft ihr ganz sicher sein, dass ich bei euch bin und dass es gut wird. Und es ist ja tatsächlich auch gut geworden. Nach 70 Jahren war die Zeit vorbei und sie durften wieder zurück. Nun habe ich mir überlegt, wir sind jetzt ja nicht entführt worden und auch die Marktkirche ist nicht zerstört worden, sondern sie steht noch. Aber so ein bisschen gefangen sind wir schon. Wir können eben nicht in die Marktkirche, so wie die Israeliten damals auch nicht in den Tempel konnten, weil sie ganz weit weg waren. Und die konnten zwar nicht nach Hause, wir können nicht in die Ferne. Also zumindest sind wir dieses Jahr im Urlaub in Deutschland geblieben. Und ich denke, vielen von euch ist genauso gegangen. Und naja, so richtig frei sind wir zwar schon, aber die Maske, die schränkt einen doch schon ein bisschen ein.
Und natürlich hoffe ich auch, dass dieser Virus irgendwann verschwindet oder dass man Impfmittel findet und dass irgendwann mal wieder eine Zeit kommt, wo man in Anführungszeichen wieder normal miteinander umgehen kann. Und da ist es doch ganz gut zu wissen, dass egal was ist, was für ein Virus auch ist oder nicht ist, dass Gott bei uns ist. Und dass, wenn wir so eine Zeit haben, wo es uns vielleicht nicht so gut geht oder wo wir vielleicht auch ein bisschen Angst haben und wo wir nicht wissen, was da eigentlich passiert, dass wir uns darauf freuen dürfen, dass es besser wird. Und diese Freude, die hoffe ich, die ist so in euch drin, denn wir dürfen uns schon freuen. Freuen auf nächsten Sonntag, wenn es dann endlich wieder losgeht. Und vielleicht auch freuen auf die Schule. Denn bevor Sonntag ist es Donnerstag. Und am Donnerstag, weiß ich, geht ja die Schule in Hamburg wieder los. Und vielleicht geht ihr das auch ein bisschen mit gemischten Gefühlen an. Wisst nicht so recht, wen ihr als Lehrer bekommt. Auch alles neu und wie das alles so laufen wird. Und da ist es doch schön, dass wir wissen dürfen, Gott ist bei uns. Und wir dürfen uns, egal was ist, darauf freuen, denn er nimmt uns an seine Hand. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Woche und hoffe, wir sehen uns alle nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Marktkirche. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Danke für deine Geschichte. Es ist richtig gut zu wissen, dass Gott dabei ist und auf uns aufpasst, egal wie lange etwas dauert oder wie lange wir noch warten müssen. Und nun lasst uns zusammen singen, mein Gott, so groß, so stark, so wunderbar. Und wer mag, steht gerne auf und macht die Bewegung mit. Mein Gott, so groß, so stark und trotzdem so nah, so liebevoll und wunderbar. Mein Gott, so hoch, so weit und trotzdem ist klar, für immer bist du für mich da. Dein Segen bringt Lachen in mein Leben, du bist mein Freund und Helfer, passt auf mich auf und schenkst mir Mut. Dein Segen bringt Lachen in mein Leben, du bist mein Freund und Helfer, passt auf mich auf und schenkst mir Mut. Mein Gott, so groß, stark und trotzdem so nah, so liebevoll und wunderbar. Mein Gott, so hoch, so weit und trotzdem ist klar, für immer bist du für mich da. Dein Segen bringt Lachen in mein Leben, du bist mein Freund und Helfer, passt auf mich auf und schenkt mir Mut. Dein Segen bringt Lachen in mein Leben, zu unserem Thema heute kommt der Kreativtipp von Helia. Viel Spaß dabei! Dein Kreativtipp. Hey liebe Marktkids! Wer Lust auf eine Adlermaske hat, der kann sie heute mit uns zusammen basteln. Auf geht's! Ihr braucht ein weißes DIN A4 Blatt, ein Stück gelbes Papier, einen schwarzen Filzstift, einen Bleistift, eine Schere, einen Klebestift und zwei Stücke Wollfaden. Schritt 1. Ihr faltet das weiße Papier in der Mitte.
Schritt 2. Ihr malt die Augenbraue und das Auge auf. Lasst euch ruhig dabei helfen. Schritt 3. Jetzt malt ihr den Schnabel und den Kopf auf. Wird ausgeschnitten. Die Augenbrauen werden aufgemalt. Schritt 5. Ihr legt den Schnabel auf das gelbe Papier und malt ca. 1 cm, 1,5 cm entfernt drumherum. Der Schnabel wird kurz in der Mitte eingeknickt. Und dann kommt auf die Oberseite des Schnabels auf der Maske etwas Kleber. Jetzt kann er aufgeklebt werden. Schritt 6. Jetzt müsst ihr nur noch mit dem Bleistift 2 Löcher in die Seiten stanzen und die Wollfäden hindurchziehen und festknoten. Fertig ist die Adlermaske. Tschüss, ihr Lieben, und bis bald. Danke für euren tollen Basteltipp. Normalerweise kämen jetzt die Frag doch mal Fragen. Nun waren Ferien und ihr hattet sicherlich anderes zu tun, als euch Fragen auszudenken. Aber wenn ihr in den nächsten Wochen oder Monaten noch Fragen habt, könnt ihr sie uns trotzdem gerne stellen. Und die Pastoren können Sie dann beantworten, bevor wir ins Gemeindehaus zum Kindergottesdienst gehen. Und wisst ihr, wer noch Ferien hatte? Emma. Und was Emma so erlebt hat und wie sie sich aus dem Markkids Online-Gottesdienst verabschiedet, das seht ihr jetzt. Viel Spaß bei Emmas Abenteuern. Hallo, liebe Markkids. Ihr wisst ja, dass Emma das Meer liebt und dass sie, wenn sie mal groß ist, Entschuldigung, noch größer ist, Kapitänin werden will und dann auf der ganzen Welt Abenteuer erleben möchte. Emma hat auch schon ein eigenes Boot. Allerdings ist es, als ich sie das erste Mal damit zu Wasser gelassen habe, umgekippt. Und Emma war plötzlich nicht mehr Kapitänin, sondern Taucherin. Und damit selbst ein Fall für die Seenotrettung.
schien ihm die Welt so leer. Denn die er suchte überall, fand er. Aber sie hat sich nicht entmutigen lassen. Das haben wir ja inzwischen alle von Emma gelernt. Wer tolle Abenteuer erleben möchte, der braucht Mut und darf nicht aufgeben, wenn es mal nicht so gut läuft. Das gilt übrigens auch für Emmas Leidenschaft fürs Reiten. Außerdem gehört zum Leben auch die Arbeit. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt in der Montage. Ohne Fleiß kein Preis. Und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt. Ganz wichtig ist aber, dass man dabei das Genießen nicht vergisst. Und dass man die vielen schönen kleinen Dinge am Wegesrand sieht. So wie diese fliegenden Ameisen hier. Als Emma die gesehen hat, hat sie gedacht, wenn Ameisen fliegen können, dann kann sie das auch. Als Emma dann ganz nah bei einem Hubschrauberstart dabei war, da hat sie sogar kurz überlegt, ob sie nicht Hubschrauberpilotin werden sollte. Aber nein, die Seefahrt, dafür schlägt ihr Herz. Deshalb übt Emma das Segeln jetzt erstmal im Trockenen. Sie glaubt fest daran, dass sie es eines Tages schaffen wird. Und wenn es anders kommt, dann ist das auch nicht schlimm. Denn Emma weiß, dass sie nie alleine ist. So wie Jesus auf mich und auf dich aufpasst, so passe ich nämlich auf Emma auf, damit sie das Abenteuer des Lebens entdecken kann. Und wer weiß, vielleicht kreuzt sie dabei ja mal euren Weg. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. Ahoi, liebe Marktkids. Deine Reise bis zum Südpol erlangt unser Geld. Ach, dieses kleine Schäfchen. Ich werde es wirklich vermissen. Aber vielleicht sehen wir ja auch Emma im normalen Gottesdienst mal wieder. Nächste Woche ist es endlich soweit. Am Sonntag, dem 9. August, gibt es wieder Marktkids vor Ort. Wir sehen uns alle im Gemeindehaus der Marktkirche wieder. Und das auf ganz besondere Art und Weise. Für die Erwachsenen gibt es nämlich einen Open-Air-Gottesdienst um 10 Uhr auf der Wiese der Marktkirche. Liebe Eltern, bringt bitte eine Decke oder einen Klappstuhl mit. Auch der Kinderchor wird dabei sein. Wir Marktkids starten wie gewohnt gemeinsam mit den Erwachsenen und gehen dann ins Gemeindehaus. Da wir immer noch einige Regeln einhalten müssen, werden wir in festen Altersgruppen ins Gemeindehaus gehen und gemeinsam auf dem Spielplatz enden. Die Arche-Kinder, das sind die Kinder von 0 bis 2 Jahren, dürfen dann mit einem Elternteil in die Arche gehen. Die Eltern, die ins Gemeindehaus gehen, werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Die anderen Kinder gehen ohne Eltern in ihre Gruppen und werden am Ende des Gottesdienstes an der Kindergartenpforte bei der Kirche abgeholt. Wir Mitarbeiter und ihr Marktkids-Kinder braucht keinen Mundschutz tragen. Wie das Ganze dann genau abläuft, seht ihr dann vor Ort. Eins ist aber ganz sicher, euch erwartet ein toller Kindergottesdienst. Wenn ihr schon wisst, dass ihr auf jeden Fall dabei seid, gebt uns doch kurz vorher Bescheid per E-Mail oder WhatsApp.
Dann können wir etwas besser planen. Entscheidet ihr am Sonntag mit euren Eltern ganz spontan, dass ihr kommt, seid ihr uns natürlich trotzdem herzlich willkommen. Nun lasst uns gemeinsam das Vaterunser-Lied singen. Steht gerne dazu auf und macht die Bewegungen mit David und seinen Kindern mit. Gemeinsam beten. Vater, hab Dank für die vielen Wochen MarkKids Online-Gottesdienst. Hab Dank für jeden Einzelnen, der dabei war. Hab Dank für alles, was wir von dir hören konnten, für alle Gemeinschaft, die wir trotzdem haben konnten. Und hab Dank, dass wir uns nun endlich wiedersehen können im Gemeindehaus. Geh mit uns in die nächste Woche und segne und behüte uns. Und so segnet und behütet dich Gott, der dich geschaffen hat, der dich lieb hat und der immer bei dir ist. Amen. Schön, dass du dabei warst beim letzten MarkKids Online-Gottesdienst. Es war eine richtig tolle und bunte MarkKids Online-Gottesdienstzeit mit euch. Aber nun freue ich mich sehr darauf, euch nächste Woche am 9. August um 10 Uhr auf der Wiese der Marktkirche so richtig in Live und in Farbe zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche, einen guten Start in die Schule oder in den Kindergarten. Bis dann, tschüss! Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Seine Nähe und sein Frieden sollen immer mit dir sein. Seine Liebe und Vergebung sollen immer mit dir sein. Der Vater im Himmel segne dich und passe auf dich auf. Er gebe dir, was nötig ist, verlasse dich darauf. Ich
hab mich so auf dich gefreut. Du schaust du an. Fühl dich einfach wie zu Hause, hey, du bist hier. Ich hab gehofft, dass du ankommst. Schwupp, geht die Tür.